Am 21. September 1991 beginnen 8 extrem motivierte Probanden ein nie dagewesenes Weltall-Experiment der Superlative. Sie schließen sich für 2 Jahre komplett ein, schotten sich ab und versuchen, in einem abgeriegelten System zu überleben. Sie müssen selbst ihre Nahrung produzieren, sich um ihr Trinkwasser kümmern und sogar ihre eigene Luft produzieren. Sie lebten in der Biosphere 2, eine Art Replika des Planeten Erde. Auf über 12.700 Quadratmetern hatten sie 7 verschiedene Biome, um die sie sich kümmern mussten. Vom Regenwald über das Salzwasserbecken mit Korallenriff bis zur hauseigenen Farm mit 5 Ziegen, 35 Hühnern, 3 Schweinen, mehreren Fischen und Feldern zum Anbauen von Bananen, Papayas, Süßkartoffeln und vielem mehr. Es gab unfassbar viele Aufgaben und das Team musste sich gut absprechen und aufteilen, damit sie das Überleben der gesamten Crew sichern konnten. Ihr Ziel? Herauszufinden, ob es möglich ist, in einem riesigen Raumschiff die Erde zu verlassen und sich komplett selbst zu versorgen. Sie mussten mit einer Kakerlakenplage fertig werden, den Tod vieler ihrer Tiere und Insekten verarbeiten und als ihre Sauerstoffkonzentration auf nur 14,2% fiel, wurden Teile der Crew verrückt. Sie mussten ihre Nahrung extrem rationieren, verloren im Schnitt 16% ihres Gewichts und begannen schon bald, sich in Lager aufzuteilen und nicht mehr miteinander zu sprechen. Das Team begann das Experiment extrem motiviert, voller Tatendrang und mit dem Gefühl, Menschheitsgeschichte zu schreiben. Doch als 2 Jahre später die Tür zu Biosphere wieder aufging, war nichts mehr wie es war. Die Crew war ausgemergelt, müde, kognitiv beeinträchtigt und extrem zerstritten. Der Ökologe Mark Nelson, der selbst im Experiment teilnahm, sagte später darüber, dass es an ein Wunder grenzte, dass sie es überhaupt geschafft hatten, zu 8 wieder rauszukommen. Was bedeutet das für uns Menschen? Was hat man aus dem Experiment gelernt? Was ist konkret schiefgelaufen und wie könnten uns diese Erkenntnisse dabei helfen, den Kosmos zu erkunden? Heute wollen wir uns eine verrückte Idee anschauen, wie wir Menschen es vielleicht schaffen könnten, den interstellaren Raum zu besiedeln. Wie wir das Sonnensystem verlassen und Exoplaneten kolonisieren könnten, obwohl die Reise dahin viele Menschenleben lang dauern würde. Heute beschäftigen wir uns mit dem Konzept des Generationenraumschiffs und wie realistisch es ist, dass wir mal so eins bauen und raus in die Weiten des Alls schicken. Also, machen wir uns dran. Wie weit ist eigentlich der nächste Exoplanet von uns entfernt und könnten wir da irgendwann mal einfach so hinfliegen? Proxima B ist nach aktuellem Forschungsstand der Exoplanet, also ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems, der Erde am nächsten ist. Wobei nah hier vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ausdruck ist. Proxima B ist nämlich 4,24 Lichtjahre von uns entfernt. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. In Kilometern sind das 9,4605 Billionen. Mit einem B. Bis zu Proxima Centauri entspricht das also knapp 270.000 Mal der Distanz zwischen Sonne und Erde. Und wie lange bräuchten wir dahin? Naja, unsere schnellste Raumsonde, die Parker Solar Probe, soll mal eine Geschwindigkeit von 700.000 km/h erreichen. Wenn wir dieses Tempo mit einem Raumschiff erreichen und beibehalten könnten, würde es immer noch ca. 6.300 Jahre oder 210 Generationen dauern, um Proxima B zu erreichen. Wenn wir also diese Reise antreten würden, bliebe uns gar nichts anderes übrig, als das über viele Generationen zu machen. Und genau das ist die Idee hinter einem Generationenraumschiff. Man kann sich das vorstellen wie einen wirklich langen Roadtrip. Nur halt ohne Straße, sondern im All und per Raumschiff statt im Auto. Und dass man selber nie ankommt, sondern erst die eigenen Urenkel. Es ist eigentlich überhaupt nicht wie ein Roadtrip. Ein Generationenraumschiff ist ein Konzept für ein Raumschiff, mit dem wir zu extrem weit entfernten Zielen im All reisen könnten. Dabei ist es mehr wie eine Biosphäre im Weltraum als bloß ein Raumschiff. Es ist also so gebaut, dass Menschen darin geboren werden, aufwachsen, alt werden und ihre Kinder und Enkelkinder aufziehen können. Und das alles, während es über tausende Jahre durch das Weltall zum Ziel reist. Klingt cool? Finde ich auch. Aber dieses Konzept hat eine Unmenge an Herausforderungen, die gelöst werden müssen, bevor es überhaupt losgeht. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Leute, ich habe richtig große News. XXL-News könnte man sagen. Es gibt nämlich Ideen, die sind so groß und so gut, dass sie das Zeug haben, unsere Welt ein ganzes Stück besser zu machen. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Unter dem Motto, wie Wissenschaft die Welt rettet, gibt es eine Special-Ausgabe der Mindblown University Live im XXL-Format. Wir, das sind Jakob von Breaking Lab, Leonie, aka Hey Leonie, Cedric, alias Dr. Watson und Sina von Sonne, Tod und Sternen. Und
ich bin auch dabei. Wir stehen alle zusammen am 26. April auf der Bühne der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich schaue mit euch in die Vergangenheit, um herauszufinden, was der Kolonialismus mit der Klimakrise zu tun hat. Wieso stoßen wir eigentlich CO2 aus? Warum hat ein Elektroauto einen CO2-Rucksack? Wie gut hilft uns die Raumfahrt bei der Erforschung des Klimawandels? Welchen technischen Lösungen können wir gegen die Klimakrise ankämpfen? Warum saugen wir das ganze CO2 nicht einfach wieder aus der Atmosphäre? Und zum Schluss können alle, die Bock haben, mit uns ein Foto machen. Sichert euch schon jetzt eure Tickets für die Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf am 26. April 2024. Tickets gibt's ab sofort unter www.mbu-xxl.com. Wir freuen uns auf euch. Was für Formen könnte so ein Generationenraumschiff annehmen? Wie wäre es aufgebaut? Wie funktioniert es? Es gibt drei verschiedene Konzepte für stationäre Weltraumkolonien, die in der Wissenschaft ernst genommen und ständig weiterentwickelt werden. Die sind zwar hauptsächlich dazu gedacht, an Ort und Stelle zu bleiben, beziehungsweise einen Himmelskörper im Orbit zu umkreisen, aber die Basic-Herausforderungen lassen sich easy auf ein Generationenraumschiff übertragen. Die drei sind die Bernal-Sphäre, eine riesige Kugel, die O'Neill-Zylinder, die ein bisschen wie zwei gigantische Batterien aussehen, und der Stanford-Torus, ein kosmischer Donut. Und genau diese drei schauen wir uns jetzt mal genauer an. Fangen wir mal ganz vorne an. 1929 stellte der Physiker John Destin Bernal seine Bernal-Sphäre vor. Das ist eine kugelförmige, rotierende Raumstation mit einem Durchmesser von 1,6 Kilometern, in deren Innenseite die Menschen leben sollen. Das funktioniert, da wir durch die schnelle Rotation eine Zentrifugalkraft erschaffen, die der Schwerkraft auf der Erde ziemlich ähnlich ist. Stellt euch das mal vor wie ein Ball an einer Schnur, der im Kreis schwingt. Die Fliehkraft, die den Ball von euch wegdrückt und die Schnur gestrafft hält, würde sich für Menschen auf der Innenseite eines rotierenden Raumschiffs anfühlen wie eine Art Schwerkraft. In den 70er Jahren hat sich dann der amerikanische Wissenschaftler Gerard O'Neill mit dem gleichen Thema beschäftigt und dabei eigene Konzepte entwickelt. Statt einer Kugel sollte seine Weltraumkolonie aus zwei parallelen Zylindern bestehen, deren Enden jeweils mit Stangen am anderen Zylinder befestigt sind. Ein bisschen so wie zwei Batterien in einer Fernbedienung. Und zu guter Letzt wurde in den 70er Jahren der sogenannte Stanford Torus an der Stanford Universität entwickelt. Ähnlich wie der O'Neill-Zylinder und auch die Bernal-Sphäre ist auch der Stanford-Torus eine Konzeption für eine Raumstation, die über Rotation Schwerkraft generiert. Der Stanford-Torus ist allerdings kein Zylinder, sondern eher eine Art Donut. Diese Station hatte einen prominenten Auftritt in der Citadel, einer Raumstation aus dem Videospiel Mass Effect. Also, es gibt tatsächlich wissenschaftlich theoretisch erprobte und in Sci-Fi-Welten eingesetzte Raumstationen, die langfristiges Leben im All durchaus möglich machen. Aber wenn wir jetzt damit zu Proxima Centauri fliegen wollen, was wären die Voraussetzungen für so eine Reise? Wie viele Leute brauchen wir? Wie groß muss es sein? Und was muss ich einpacken, außer guter Laune? In einer Studie aus dem Jahr 2018 hat ein Wissenschaftsteam mithilfe einer Computersimulation berechnen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Ankunft einer gesunden Crew auf Proxima Centauri B wäre. Weil auf dem über 6000 Jahre langen Weg eben auch wahnsinnig viel schieflaufen könnte, mussten die Forscher hierbei verschiedenste Variablen mit in Betracht ziehen. Das sind zum Beispiel Faktoren wie das Alter der Crew, potenzielle Unfruchtbarkeit und genetische Diversität, um Inzest zu vermeiden. Ich meine, wir sind ja nicht bei Star Wars. Außerdem haben die Forscher simuliert, dass beispielsweise Katastrophen oder Unfälle die Crew auf bis zu ein Drittel reduzieren könnten. Das Ergebnis: mindestens 98 Personen bzw. 49 Paare braucht man mindestens, um eine realistische Chance auf Erfolg zu haben. Weniger Crewmitglieder beim Start und die Erfolgschancen sinken rapide ab. Laut Studie ist es mit 32 oder weniger Menschen an Bord absolut unmöglich. Man geht also davon aus, je mehr Leute wir im Generationenraumschiff losschicken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Ankunft. Natürlich ist das aber auch nur eine Simulation und lässt eben auch Raum für Unsicherheiten, wie genetische Mutationen oder Katastrophen. Und das alles geht natürlich davon aus, dass die Personen, die als Startcrew losgeschickt werden, bestimmte psychologische und gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also, wir wollen auf unserer Reise auf Nummer sicher gehen und nehmen nicht nur 98 Menschen mit, sondern direkt 500. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Wir schauen uns jetzt erstmal die technischen Voraussetzungen an, die unser Raumschiff erfüllen müsste. Wie groß müsste so ein Raumschiff denn überhaupt sein? Also, wir brauchen Wohnräume, Kontrollräume, Räume für Landwirtschaft und Maschinenräume. Tatsächlich müsste es gar nicht mal so groß sein bei optimaler Flächennutzung. Ein Raumschiff, das einen Durchmesser von 448 Metern und eine Länge von 640 Metern hat, würde die Mindestanforderungen erfüllen.
Das ist ungefähr so hoch wie die nutzbaren Etagen im höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Allerdings wäre so ein Raumschiff deutlich breiter als das Hochhaus. Gehen wir mal davon aus, dass alle Menschen an Bord für ihren Wohnraum 9 Quadratmeter zur Verfügung hätten. Das ist in Deutschland die Mindestquadratmeterfläche. Dann bräuchte man bei 500 Personen insgesamt 4500 Quadratmeter für Wohnungen. Übrigens, in Gefängnissen in Europa gelten 6 Quadratmeter als Mindestanforderung. Zu kleiner Wohnraum bringt auch viele gesundheitliche und psychologische Risiken mit sich. Und je enger man beieinander lebt, umso höher ist natürlich auch das Risiko für die Verbreitung von potenziellen Krankheiten. Um alle 500 Menschen an Bord über so eine lange Zeit ernähren zu können, würde es sehr wenig Sinn machen, Proviant mitzunehmen. Erstmal wären das gigantische Mengen und zweitens gibt es wenig, was über tausende Jahre noch genießbar wäre. Klar, man hat auch schon 1000 Jahre alten Honig gefunden und der war noch gut, aber von Honig allein kann man jetzt auch nicht überleben. Wir müssten also an Bord Nahrung produzieren können. Am besten würden sich wahrscheinlich Anbausysteme für Pflanzen eignen, die wenig Wasser brauchen und auch unter wechselnden Schwerkraftbedingungen noch funktionieren. Aeroponik zum Beispiel. Die Technik gibt es heute schon. Dabei wachsen Pflanzen nicht in der Erde, sondern mit ihren Wurzeln in Rohren. Ihre Wurzeln werden mit nährstoffhaltigem Wasser benebelt. Auf der ISS sind übrigens schon viele Pflanzen erfolgreich angebaut worden. Von Kohl über Salat und Reis bis hin zu Sonnenblumen und Tulpen war da schon alles dabei. Seit 2022 wird außerdem das von der NASA geförderte X-Roots-Projekt getestet, welches auch Aeroponik einsetzt. Hier würden sich Süßkartoffeln als Hauptnahrung anbieten. Ähnlich wie bei der Biosphere 2 übrigens. Die wachsen schnell und brauchen nicht viel Platz. Die Bewohner der Biosphere 2 ernährten sich von einer strengen Diät, die zwar wenige Kalorien hatte, aber trotzdem die Teilnehmer mit allem versorgen sollte, was sie brauchten. Ein netter Versuch, der leider überhaupt nicht gut funktioniert hat. Vor allem, da der Sauerstoff irgendwann knapp wurde, war die Diät mit wenigen Kalorien eine extreme Belastung für die Crew. Für unser Generationenraumschiff bedeutet das also, Nahrung ist einer der schwierigsten Faktoren. Und ich bin jemand, der extrem schnell hangry wird. Deswegen weiß ich, wie wichtig es ist, genug Essen dabei zu haben. Die Studie aus 2018 prognostiziert, dass man zur Deckung einer ausgewogenen Ernährung auch Tiere mit an Bord haben sollte, für Fleisch- und Milchproduktion. Ihren Berechnungen zufolge würden schon 450 Quadratmeter für Tiere und Pflanzen reichen, um 500 Menschen zu ernähren. Also, wenn die Fläche optimal genutzt wird. Übrigens, in dieser Berechnung wurde den einzelnen Tieren sogar deutlich mehr Platz zugeteilt, als sie in Deutschland aktuell in Biohaltung bekommen. 4,5 Quadratmeter für ein Schwein im All. 2,3 Quadratmeter für ein Bioschwein in Deutschland. Aber die Biosphere 2 hatte weitaus mehr Fläche für weitaus weniger Menschen und die Crew hat es nicht geschafft, ihre Tiere am Leben zu erhalten. Am Ende wäre es vermutlich weitaus effizienter, tierisches Protein durch Insekten zu beziehen. Das ist ja auch ein Nahrungstrend, der hier auf der Erde gerade immer prominenter wird. Und die Studie hat sich auch damit befasst. Insekten sind super praktisch, weil sie super wenig Platz wegnehmen, eine höhere Proteinkonzentration vorweisen als Hühnchen, Schwein oder Rind und kaum Ressourcen brauchen. Unsere Crew aus 500 Leuten bräuchte eine 500.000 Mehlwürmer pro Tag, um auf ihren täglichen Proteinbedarf zu kommen. Und eine andere Alternative, an der aktuell geforscht wird, wäre Fleisch aus dem Labor. Dabei werden lebenden Tieren Zellmaterial entnommen und dann ein echtes Stück Fleisch im Labor hergestellt. Die niederländische Firma Moser Meat wirbt damit, dass sie aus nur 0,5 Gramm Ausgangsmaterial 80.000 Burger produzieren können. Vielleicht gibt es also auf dem Generationenraumschiff sogar McDonald's. Die Frage, ob wir so viele Generationen über tausende Jahre hinweg ernähren könnten, bleibt aber noch offen. Wie gesagt, die Biospherians haben schon 2 Jahre fast nicht überlebt. Aber nicht nur Nahrung ist eine unglaublich große Herausforderung für dieses Projekt. Es gibt zwingend notwendige Ressourcen, die wir nicht anbauen oder vermehren können. Da man mit dem Generationenraumschiff ja nicht nochmal kurz einen Zwischenstopp irgendwo einlegen könnte, müssten wir beim Start schon alles an Bord haben, was wir für die tausende Jahre lange Reise benötigen würden. Allem voran Sauerstoff und Wasser. Ohne geht schließlich nichts. Beides müsste in einem geschlossenen System komplett recycelt werden können. Sonst würden sie der Besatzung irgendwann ausgehen. Auch wenn es nur ein Tropfen pro Tag wäre, das läppert sich. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick in die Biosphere 2. Die hatten das Problem, dass irgendwann ein Treibhauseffekt in ihrer künstlichen Atmosphäre eingesetzt hat. Der Sauerstoffgehalt fiel immer weiter, so dass die Insassen sich schon bald gefühlt haben wie beim Bergsteigen, weil die Luft dünn wurde. Und hinzu kam, dass der CO2-Gehalt immer weiter anstieg. Treibhauseffekt, CO2 in der Atmosphäre, an irgendwas erinnert mich das.
Das Ganze führte dazu, dass innerhalb der 2 Jahre, die das Biosphere-Projekt anhalten sollte, 2-mal von außen Sauerstoff eingeführt werden musste. Sonst hätten die Insassen langhaltende Schäden davon tragen können. Gerade deshalb wurde das Projekt von vielen Medien als gescheitert angesehen, weil man es nicht geschafft hat, das System geschlossen zu halten. Und das ist für unser Generationenraumschiff ein Problem, denn im Weltall kann man schlecht mal eben das Fenster aufmachen und ein bisschen durchlüften. Eine weitere große Herausforderung ist die Schwerkraft, denn die brauchen wir Menschen mehr, als wir es im Alltag realisieren. Unsere Körper sind auf die Schwerkraft auf der Erde eingestellt, vom Gleichgewichtssinn bis hin zur Muskelmasse und unseren Knochen. Leben wir über längere Zeiten in Schwerelosigkeit, nehmen unsere Körper Schaden. Muskeln und Knochen bauen sich ab, wir bekommen Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen, weil sich die Flüssigkeit im Körper anders verteilt. Und auch unser Immunsystem leidet. Astronautinnen und Astronauten müssen täglich Sport treiben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und trotzdem brauchen ihre Körper nach der Rückkehr einige Zeit, um sich zu erholen. Ganz schön belastend für den Körper also so ein Aufenthalt im All. Daraus ergibt sich jetzt im Kontext des Generationenraumschiffs eine ganz andere Frage, die wir unbedingt beantworten müssten. Wie sieht das denn mit der Fortpflanzung aus? Also irgendwie müssten Folgegenerationen ja geboren werden. Kann man im Weltall, in Schwerelosigkeit oder künstlicher Schwerkraft überhaupt Sex haben und schwanger werden? Diese Frage beantwortet euch jetzt Sina vom Kanal Sonne, Tod und Sterne. Eine extrem spannende Frage und bisher war auch noch niemand in Schwerelosigkeit da oben schwanger. Und das hat auch gute Gründe. Die Raumfahrt hat da oben seit den 60ern schon jede Menge Tiere zum Thema Fortpflanzung untersucht, zum Beispiel befruchtete Eier von Wachteln. Die sind da oben schon einige Wochen mitgeflogen und es sind sogar Küken daraus geschlüpft. Leider waren einige Küken davon nicht ganz so gut entwickelt, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Der Schnabel oder auch die Augen waren irgendwie fehlerhaft und nicht vollständig ausgebildet. Es gab aber auch schon erfolgreichere Tiere, wie zum Beispiel Zebrafische. Die haben da oben den ganzen Prozess von Befruchtung bis zum fertig entwickelten Babyfisch ganz erfolgreich in ihrem kleinen Space Aquarium gemeistert. Aber uns interessiert natürlich vor allem, wie es bei Säugetieren aussieht. Und da ist die Sache leider ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel ist es schwierig, weil Säugetiere, wie beispielsweise Ratten, ihre Nachkommen ja nicht einfach in einem Ei ablegen, sondern sich hier das Baby im Bauch entwickelt. Das heißt, wenn es dem Muttertier nicht so gut geht, dann hat das natürlich automatisch auch Auswirkungen auf das Baby im Bauch. Und das kann man nicht einfach so ausblenden. Und es gab da oben aber anscheinend auch schon Ratten, die sich gepaart haben. Und die Weibchen haben sogar erste Anzeichen von Schwangerschaft gezeigt. Aber Rattenbabys kamen dabei irgendwie dann doch nicht raus. All diese Versuche geben uns natürlich noch keine klare Antwort darauf, ob wir Menschen im Weltall schwanger werden können und ob wir gesunde Babys auf die Welt bringen könnten. Aber es gibt uns schon mal den Hinweis, dass Schwangerwerden im Weltall in Schwerelosigkeit vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Die Gefahr ist also da, dass wenn wir im Weltall schwanger werden, dass sich das Baby im Bauch vielleicht nicht richtig entwickeln könnte und mit Fehlbildungen auf die Welt kommt. Es wäre natürlich schon gut, wenn überhaupt eine Befruchtung im Weltall funktionieren würde. Ob da oben schon mal jemand Sex hatte und ob das physiologisch überhaupt möglich ist, das besprechen wir bei mir auf dem Kanal. Kommt gerne vorbei. Sina hat ein ganzes eigenes Video zu dem Thema Fortpflanzung im Weltall gemacht und darin habe auch ich einen kleinen Gastauftritt. Also, wenn euch dafür interessiert, schaut euch doch das Video direkt nach diesem hier an. Fazit für uns, es wäre also wichtig, dass die Crew unseres Generationenraumschiffs mit erdähnlicher Schwerkraft an Bord lebt. Um Schwerkraft zu ermöglichen, müsste es ähnlich wie so ein O'Neill-Zylinder oder ein Stanford-Torus aufgebaut sein. Es müsste also durch immer gleichbleibende Rotation Fliehkräfte generieren, die wiederum eine Art Schwerkraft auf der Innenwand erzeugen. Wer jetzt also gehofft hat, dass unser Raumschiff aussehen könnte wie die Enterprise oder der Millennium Falcon, da muss ich euch leider enttäuschen. Unser Raumschiff wäre wohl eher aufgebaut wie Deep Space Nine aus Star Trek oder die Endurance aus Interstellar. Also optisch wirklich eher eine reisende Raumstation als das, was man sich jetzt unter einem klassischen Raumschiff vorstellt. Und dann ist da natürlich noch das Problem mit der kosmischen Strahlung. Die würde nämlich relativ früh die Reise der Crew beenden, wenn sie nicht ausreichend davor geschützt werden. Kosmische Strahlung kann zum Beispiel Sauerstoffverbindungen im Körper so verändern, dass sie Zellen überall im Körper zerstören. Am Ende stirbt man dann an Herzversagen.
Um das zu verhindern, muss unser Raumschiff also dicke Wände haben, durch die keine Strahlung kommt. Unwahrscheinlich also, dass die Crew große Fenster für eine schöne Aussicht übers Weltall hätte. Wahrscheinlicher wäre es, dass man gar nicht rausschauen könnte. Dicke Wände würden auch bedeuten, dass das ohnehin schon große, schwere Raumschiff noch schwerer werden würde und damit auch noch mehr Treibstoff bräuchte. Apropos Treibstoff. Damit das Raumschiff starten und dann nach 6000 Jahren wieder landen kann, brauchen wir jede Menge Treibstoff. Zum Beispiel flüssigen Wasserstoff. Das ist derzeit der wohl effizienteste Raketentreibstoff. Und flüssigen Wasserstoff über tausende Jahre lang zu lagern, wäre gar nicht so einfach. Es bräuchte ein dicht geschlossenes System, das wirklich selbst kleinste Moleküle nicht entweichen könnten. Klar, im All würde das Raumschiff mit konstanter Geschwindigkeit reisen können, ohne extra Antrieb durch Treibstoff zu benötigen. Hier gibt es ja keinen Luftwiderstand. Aber spätestens bei der Landung würden wahrscheinlich sehr große Mengen flüssiger Wasserstoff benötigt werden, um das Schiff abzubremsen, weil das ist ja echt groß und schwer. Und wie bitter wäre es, wenn man nach tausenden Jahren Reise endlich am Ziel ankommt und dann bei der Landung nicht bremsen könnte und einfach auf den Planeten knallt. Wir sind ja aber optimistische Weltraumreisende. Gehen wir also davon aus, dass technisch alles klappen würde. Was würde so eine Reise für die Menschen an Bord bedeuten? Erstmal bräuchten wir eine große Menge an Leuten, die überhaupt bereit wären, die Erde für immer zu verlassen, ohne genau zu wissen, was sie am Ziel genau erwartet. Wobei sie selbst das Ziel ja auch nicht erreichen würden. Ihre Familie und Freunde auf der Erde würden sie niemals wiedersehen. Bei einer derart langen Reise hätten die ersten paar Generationen noch einen Bezug zur Erde. Wenn eine Gruppe Menschen aber Hunderte und Tausende von Jahren nur ihr Raumschiff kennt, stellen die sich bestimmt irgendwann die Frage, warum machen wir das eigentlich alles hier? Und wer profitiert davon? Immerhin haben sie sich nicht freiwillig dazu entschieden, mitzukommen. Bisschen rebellische Stimmung ist also nie auszuschließen. Es bräuchte wahrscheinlich ein sehr strenges Rechtssystem an Bord, um Meutereien zu verhindern und dafür zu sorgen, dass alles nach Plan läuft. Das heißt, wir bräuchten irgendeine Art Polizei? Und auch die wird ja immer wieder neu geboren. Was ist, wenn die auch rebelliert? Oh Mann, ich habe mir das irgendwie alles einfacher und cooler vorgestellt. Es gibt jede Menge Studien dazu, was Isolation mit Menschen macht, und die meisten Ergebnisse sind nicht unbedingt positiv. Ein berühmtes Beispiel hierfür sind die psychologischen Auswirkungen von Polarexpeditionen. Hier wurde zwar niemand ins All geschickt, aber kleine Gruppen leben und arbeiten über lange Zeit zusammen, während sie fast komplett abgeschnitten sind vom Rest der Welt. Die Forschenden haben häufig Schlafstörungen entwickelt, kognitive Fähigkeiten verloren und sie haben sich regelmäßig verkracht miteinander. Auch die Menschen in der Biosphere 2 haben am Ende nicht mehr harmonisch miteinander gelebt. Die 8 Menschen haben sich in 2 Lager A4 eingeteilt und zwischendurch wurde sogar Essen aus dem Vorratslager geklaut. Das gab richtig Stress. Klar, bei 500 Menschen auf dem Schiff wäre man jetzt nicht zwingend einsam. Aber die Bedingungen wären eben doch so extrem, dass es nicht unwahrscheinlich wäre, dass es solche negativen Effekte gibt. Und wenn man auf eins zählen kann, dann ist es, dass Menschen immer einen Grund finden, sich über irgendwas zu streiten. Es ist auch fraglich, ob nach tausenden Jahren im gleichen Umfeld die Menschen bei der Ankunft überhaupt noch dazu in der Lage wären, die nötigen Skills einzusetzen oder zu entwickeln, die es bräuchte, um auf dem neuen Planeten überhaupt Fuß zu fassen. Nicht ganz unwahrscheinlich also, dass niemand mehr wüsste, wie man zum Beispiel ein Haus baut oder nach Rohstoffen sucht. Also, wenn es so viele Probleme mit dem Konzept des Generationenraumschiffs gibt, sollte man das alles überhaupt machen? Es stellen sich natürlich auch ein paar ethische Fragen. Zum Beispiel, wer alles an Bord sein dürfte. Um zu gewährleisten, dass die Crew des Generationenraumschiffs auch am Ziel ankommt, wäre es enorm wichtig, dass alle gesund sind. Damit zusammen gehen auch Überlegungen daher, was die genetischen Voraussetzungen der ersten Crew dieses Schiffs angeht. Es gäbe also keinen Raum für potenzielle Erbkrankheiten, gesundheitliche Einschränkungen oder auch andere sexuelle Orientierungen als hetero. Es müsste also vorher sehr genau geschaut werden, wer diese Voraussetzungen erfüllt. Hat ein bisschen was von Eugenik, also dieser Rassenhygiene von den Nazis damals. Verdammt, ich wollte doch einfach nur das Weltall bereisen und plötzlich sind wir bei Nazi-Methoden. Es gibt sogar ein paar Gedankenexperimente zu Menschen, die genetisch so verändert werden, dass sie für die Bedingungen des Lebens im Generationenschiff und später am Ziel des neuen Heimatplaneten angepasst sind. Das nennt man auch Human Enhancement. Zum Beispiel könnten diese Menschen 2.0 durch Gentechnik widerstandsfähiger gegenüber kosmischer Strahlung gemacht werden. Oder sie brauchen weniger Sauerstoff. Und die Frage ist natürlich auch, was mit den Leuten auf dem Raumschiff passiert, wenn die krank werden.
ehe man sich versieht, landet man im Faschismus. Und das ist gar nicht cool. Ähnlich schwierig sieht es da mit grundlegenden Menschenrechten aus. Es wäre sicherlich nicht einfach, so Dinge wie medizinische Versorgung, Bildung und Freiheitsrechte an Bord vom Generationenraumschiff zu gewährleisten. Die Menschen würden schließlich an Bord geboren werden und über Generationen das Schiff niemals verlassen können. Mal eben umziehen, weil einem zum Beispiel die Familie auf den Sack geht, wäre nicht drin. Auch seinen Beruf könnte man sich wahrscheinlich nicht aussuchen. Schließlich ist ja alles genau durchgeplant und für jede Aufgabe am Schiff würden immer Fachleute für alle Bereiche der Instandhaltung des Schiffs gebraucht werden. Fraglich wäre auch, ob man sich überhaupt Partner selber aussuchen dürfte oder ob es da auch Pläne für maximale Effizienz gäbe. Overall, auch moralisch, alles gar nicht mal so cool. Also bleibt unser Generationenraumschiff vielleicht doch nur ein theoretisches Konzept? Oder gibt es da schon konkrete Projekte und Pläne? Tatsächlich müssten wir für die Umsetzung von so einem riesigen Unterfangen noch einige technologische Herausforderungen überwinden, bis es mehr als nur ein Gedankenexperiment wird. Aber es gab und gibt schon Projekte dazu. Das 100-Year-Starship-Projekt der NASA zum Beispiel. Hier beschäftigen sich Forschende damit, wie man in 100 Jahren bereit sein könnte für interstellare Raumflüge. Und die entwickeln recht konkrete Technologien dafür. Das Projekt Hyperion der TU München versucht eine Einschätzung der Durchführbarkeit von interstellarem Reisen mit aktuellen und zukünftigen Technologien zu geben. So ein Generationenraumschiff ist also derzeit und auch in nächster Zukunft noch nicht realistisch umsetzbar. Eine zweite Erde zu kreieren, ist eben nicht so einfach. Biosphere 2 hat das schon in den 90er Jahren sehr klar gezeigt, dass wesentlich weniger Menschen mit wesentlich mehr Platz hart failen können. Das heißt aber nicht, dass es niemals möglich sein wird. Aber wie stehst du zum Konzept Generationenraumschiff? Ist es ethisch vertretbar? Brauchen wir Weltallfaschismus, um das alles durchzusetzen? Und ist es nicht vielleicht eine bessere Idee, einfach eine künstliche Intelligenz zu Proxima Centauri zu schicken, die dann einfach liebe Grüße von uns Menschen dalässt? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.